Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Digital to Dental oder kurz D2D, dem neuen Kanal rund um die digitale Zahnmedizin. Mein Name ist Maximilian von Kleinsorgen, ich bin Zahnarzt und Mitinhaber der Zahngesundheit Frechen. Wer Frechen nicht kennt, Frechen ist die erste Stadt hinter der westlichen Kölner Stadtgrenze. Mit an meiner Seite, nicht nur im Laboralltag, sondern auch hier bei D2D, der unverwechselbare, einzigartige Florian Rübeck. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserem Channel D2D. Wir wollen alles rund um die Digitalisierung zeigen und alle Produkte vorstellen, die damit zu tun haben. Hinter der Kamera und Teil des Dreigestirns mein Bruder Thomas Rübeck, Kameramann, Cutter und Regisseur. Ich denke, das wird eine super Sache. Falls ihr euch wundert, dass wir gerade hier ohne Masken sitzen, wir sind durchgeimpft und haben zusätzlich einen negativen PCR-Test. Was erwartet euch in diesem Channel? Wir wollen euch unseren Arbeitsalltag zeigen, unseren Weg der Digitalisierung. Der begann vor 15 Jahren auf der Laborseite mit den ersten CAD/CAM-Systemen. Auf der Share-Seite haben wir vor ungefähr 7 Jahren begonnen, digital zu arbeiten. Dies war die logische Konsequenz daraus, dass unsere Praxis schon seit vielen Jahren sowohl voll digital röntgt als auch papierkartenlos ist. Unser Einstieg in die digitalen Share-Site-Lösungen war aus dem Hause Planmeca der Plan-Scan. Falls jemand mit dem Gedanken spielt, ihn sich noch anzuschaffen, es gibt ihn auch noch auf dem Markt, auch noch neu, lasst die Finger davon, das Ding ist einfach nicht mehr State of the Art. Von dort ging unser Weg weiter über den Emerald bis zum heutigen Emerald S. Mit diesem Gerät bin ich groß geworden, dazu habe ich auch die größte Expertise und wir werden ihn euch sicherlich in späteren Videos nochmal vorstellen. Zusätzlich haben wir vor ungefähr einem halben Jahr unseren Fuhrpark um einen iTero Element 5D erweitert. Dies ist dem geschuldet, dass einer unserer Behandlungsschwerpunkte die Kieferorthopädie und dort die Behandlung mit Invisalign ist. Auch dazu werden wir euch sicherlich demnächst noch etwas zeigen. Um auf der Laborseite Schritt zu halten im Bereich CAD/CAM, mussten auch wir unseren Maschinenfuhrpark extrem aufstocken. Eine 5-Achs-Maschine der Firma IMS iCore, eine Nassfräseinheit der Firma Planmeca, die 40S, und mehrere 3D-Drucker haben uns das ermöglicht. Wir haben quasi das Ganze aufgebaut, um der Chairside den Benefit zu bringen. Die Software, die wir dafür nutzen, sind unter anderem die Planmeca Romexis, die ExoCut als reine Konstruktionsbasis. Da haben wir auch mittlerweile 4 Konstruktionsplätze. Einer davon ist auch noch über 3Shape angebunden, ist zwar eine ältere Version, aber das können wir ganz gut handhaben. Die weitere Software für die KFO ist die OnyxF, die man nicht außen vor lassen darf. Damit machen wir alles, was Aligner-Schienen und Bracket-Positionierungsschienen betrifft. Und ich denke, wir können euch da ein gesamtes Paket für den Workflow A bis Z, Praxis bis eben Laborseite abbilden. Wir wollen euch da teilhaben lassen, alles zeigen, was wir so machen und hoffen, dass euch das gefällt. Was uns ganz wichtig ist, ist unsere redaktionelle Freiheit. Wir zeigen zwar den digitalen Workflow anhand der von der Zahngesundheit Frechen angeschafften Softwarelösungen und Geräte. Sollten uns aber Softwarelösungen, Geräte oder was auch immer von Herstellern gestellt werden, werden wir euch eine freie und subjektive Meinung kundtun. In diesem Sinne, schreibt uns in die Kommentare, läutet die Glocke, liked uns und vor allem abonniert uns.